Da können wir ja weitermachen. Kommt Ninja noch mit dazu? Einladung hat sie gekriegt. Müsste eigentlich gleich. Ich schenke mir kurz mal selbst was zu trinken ein. Mach das. Ich muss mal was trinken, mein Hals ist ein bisschen kratzig. Prof, führ mich zum Boot. Ja. Trage mich. Das Problem ist, dass dadurch, dass ich nach oben gucke, ich absolut nicht sehe, wo das Boot ist. Genau da! Das hat schon mal nicht funktioniert. Jo. Und natürlich ich bin 69. Weg. Oh mein Gott. Nein, ich hab's verpasst. Nein! Oh. Weiß Ninian, dass er eine Erinnerung bekommen hat? Da ist er. Kommt's auch noch in Discord? Da wären wir zu viert. Passend zur zweiten Halbzeit. Ja, ungefähr. Das Boot ist weg, Modi. Das Boot. Ja, das Boot spawnt wieder. Das Boot. Das Boot. Hallo. Das Boot. Hui. Hallo. Hallo. Hui, nee, nein. Hallöchen, sei gegrüßt. Fast zur Halbzeit. Ja. Wie lange spielen wir schon? Ich zieh dich weg, Ninni, nein. Werde ich nicht. Werde ich nicht. Damit. Ich wollte gar nicht runterfallen, verdammt. Ninni, nein, lass er los. Ich zieh dich runter. Sehr, sehr viele. Ja, ein schönes Bekrabbeln. Sag mal, ja, sag mal, was geht denn hier ab? Komm, wenn ich hier drin geht, sucht schon runter. Ja. Wir ziehen sie gemeinsam runter. Na komm! Das war wohl nix. Ich häng am Hintern! Ja, ganz großartig! Ganz großartig! Nein! Gute Arbeit! Weiter so! Ja, zieh! Warte, ist ja lang! Also, nimm ihn ja! Ich übe mich in Profs neuer Sprache. Ach ja, man kann ja nicht schwimmen. Oh. Nein, man ertrinkt hier, wenn man schwimmt. So, Prof hat das Boot, Mordi hat das Boot. Ja, und es hängt! Ich kann nicht mehr respawnen. Aus irgendeinem Grund verwechsel ich Prof immer mit Mordi. Das klingt ja so dolle ähnlich, da kann man, versteht man, oder? Sieht das auf uns immer verwechseln. Bei dem Namensgedächtnis. Bei dieser Namensähnlichkeit. Bei deinem Namensgedächtnis bin ich froh, dass du mich nicht Mutter nennst oder so. Das Mutter. Wird auch irgendwann passieren. Modi, das wird noch eines Tages passieren. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir, dass das irgendwann mal in irgendeiner Aufnahme, vielleicht nicht hier in Human for Fat, vielleicht auch nicht dieses Jahr, aber jetzt müssen wir ausprobieren. Irgendwann später. Modi, ich werde dich irgendwann noch Mutter nennen. Oh. Ich hoffe nicht. Oh Gott. Das wird noch. Ich halte mich am Boden fest. Das wird passieren. Das ist keine gute Idee. Vielleicht nicht 2020, aber. Moment, ich muss mal ganz kurz. Das passiert irgendwann zwangsläufig. Die Kette despawnt nicht. Du musst den Checkpoint neu laden. Du musst resetten. Checkpoint neu laden. Okay. Ja. So. Modi, wenn ich jedes Mal 10 Cent dafür kriegen würde, wenn ich den Checkpoint neu lade, dann könnte ich mir, glaube ich, jetzt schon ein kleines Eis kaufen. Eine Kugel Eis würde es, glaube ich, schon reichen, oder? Mhm. Hängt davon ab, wo man sie kauft. Also in Berlin Zentrum bestimmt nicht. Also ich kenne Eisdiele, bei der eine Kugel 1,50 kostet, also. Ja, bei uns auch. Ja. Aber dann kenne ich auch das den Gegensatz, ja, mit einer, wo es 80 kostet. Oh Gott. Ja, das ist nicht schlimm, früher, ich kann nicht verlieren. Jetzt komme ich wieder mit meinem früher war alles besser. Hilfe! Früher. Ich ertrinke. Aber es war auch in gewisser Weise so. Hilfe! Früher das Eis wirklich manchmal ich noch 70 Cent gekostet. Ich glaube, ich bin nicht über die Grenze kostet. Mit der Todeszone hinaus. So Hilfe! Sieht nicht mal wer an Land. Atemübungen. Freigeschaltet. Ja. Wo bist du denn? Ich
Ich hänge. Wo muss denn... Ich hab die Kette. Wo muss die Kette hin? Die Kette müsste eigentlich ans andere Boot. Das sagst du gut. Oh nein! Die Kette muss, glaube ich, mal gelöst werden, oder? Die Kette muss von dem einen gelöst werden und dann eigentlich ans andere Boot hier. Ach so. Das hier an der Seite? Nützlich. Macht erstmal ans andere Boot. Ich löse das gerade. Und wo muss das dann die andere? Könnte ich das nicht vielleicht sogar wieder einfach. Oh. Aber die Kette hat doch zwei Enden. Wo muss die andere enden, das andere Ende hin? Ich fahr gerade das eine Boot zum anderen. Ich versuche gerade die Kette abzumachen. Ich das Ding ganz gut steuern kann. Ja, komm. Ich krieg die Kette hier nicht lose. Okay, jetzt noch einlenken und. Na komm. So, nach oben. Wir haben's fast. Nach oben. Okay, so sollte das, glaube ich, nicht gelöst werden, aber es hat geklappt. Ich bin schon mal drüben. Hi. Na, dann komme ich mal hinterher. Oh. Die Kette kriege ich nicht lose. Das wird nichts. Du musst die eigentlich nur einfach nur anheben. Und ich bin drüben. Okay, jetzt müssen wir und zack, die Kette irgendwie hier hoch. Auf den die altbekannte Tür. Die Tür. Also mindestens einer von euch müsste das Boot hier steuern. Das heißt, am Boden festhalten und springen. Ich nicht. Was machen wir mit der Tür? Runtergefallen. Das hier? Ach so, wir müssen mit der die Kiste. Oh mein Gott, das andere fährt los. Verstehe, die Kiste muss jetzt darüber hin und dann das andere. Warum springst du auf das andere? Aha, okay. Ich bin dann mal bei der Tür, Modi. Oh mein Gott. Du aus der Ferne. Oh Gott. Blub. Also, ich bin bei der Tür. Ich sehe nichts. Nein. Blub. Okay, ja, Leute, gut, ich bin schon hier drüben. Also, ich bin hier drüben bei der Tür. Och nö, jetzt muss ich das wieder über den Eingang machen. Ich weiß nicht mal, ob ich Kiste und Boot gleichzeitig halten kann. Ja. Ich bin wieder ziemlich lost hier am Ende des Levels, am Ende der Tür. Ich springe. Ja gut. Ich bin. Oh nein. Ich leg mich derweil hier mal hin. Also positiv gesehen, meine Mütze ist noch über Wasser. Aber ich komme nicht mehr aufs Boot und ich mache einen kleinen Mittagsschlaf. Ach nö. Das ist auch noch nicht gut. Das ist auch noch das Boot, was mir gut trifft es recht. Was? Wo sind wir? Ach so, hier sind wir. Oh, nicht nochmal. Doch. Alle guten Dinge sind. Okay, aber ich weiß drüben. Immerhin, wie wir es machen können. Ich war schon drüben. So macht das Ding los. Ja. Jo. Und vorwärts. So, vielleicht kriegen wir es jetzt beim dritten Versuch hin. Ich wollte schon gerade fragen. Ich merke vielleicht nicht unbedingt das Boot hier irgendwo verkeilen. Okay, die Kette werden wir nicht brauchen. Nein! Oh Gott, nein! Lassen Sie bitte das Boot los! Wir sind auf Grund gelaufen! Ja gut. Es machte nur Flup! Und es hängt schon wieder! Ich hab die Kette. Ich nehme da mal die Kette hier. Okay, das Boot muss ich eigentlich nur in Bewegung setzen, der Rest macht die Strömung, soweit ich mich richtig erinnere. Das Boot haut ab. Meins, ja, das ist gut. Und euer ist ja noch besser. Brauchen wir die Kette noch irgendwo für? Brauchen wir die Kette? Eigentlich nicht, wenn wir... Nein! Ich falle. Okay, jetzt stehen die Boote richtig, jetzt steht das Boot. Modi, jetzt steht das Boot. Das despawnt gleich, das fällt nur runter. Okay. Das ist nicht gut. Da kommt's. Oh Gott! Nein! Oh Gott.
Du kennst mich nicht! Ich könnte mal diese Kette hier holen. Verdammt, dieses Boot schwimmt jetzt weit! Ich fürchte, ich kann nicht. Ich würde gern, aber ich fürchte, ich kann nicht. Ich hänge an der Unterseite! Jetzt zerrt Nini leider alleine davor. So wie viel Prozent besteht die Folge jetzt schon aus Lachen? 80! Nein, nur ja, zwei Drittel. Das ist schlimmer als die Haken! Nur zwei Drittel, Mordi. Ich muss noch bis ins Tor kommen! Oh, wei! Nee, nee, wir lösen das jetzt schon richtig, wir lassen niemanden zurück! Ich versuche die ganze Zeit diese verdammte Kette hier anzumachen. Lass die Kette Kette sein! Ja gut. Das brauchen wir hier bestimmt irgendwo für. Das was? Boot? Nein, das sehe ich nicht. Was zum... Das ist nur zur Deko. Okay, und jetzt schnell... Oh nein. Oh, die Tür ist offen. Geschwindigkeit her. Nicht durchgehen, bitte. Wir lassen hier niemanden zurück. Ach ja, Ninian steht drauf. Nicht schon wieder. Modi, bring die Kiste rüber. Modi. Zwergi, hilf doch mit dem Boot. Modi, du schaffst das. Nein, nein. Niemand hilft. Ich muss nur die Kiste rüberbringen. Greif die Kiste. Ich, was kann, wie, was? Greif die Kiste, bitte. So, ich hab sie. Okay. Und rüber. Na, klasse. Ja, Hilfe. So. Ich treibe. Sie steht nicht komplett. Nee, ja, los. Und. Ja, moin. Ich bin hier wieder zurück. Ich bin ganz am Anfang. Leute. Oh. Ja. Ich bin hier hinten. Ja. So viel dazu, wir lassen niemanden zurück. Ich erinnere mich daran. Ah. Oh nein. Hallo, Freunde. Das kann ein bisschen dauern, das hier. Oh Gott. Ach du Schande. Ja, das habe ich, das kenne ich. Das habe ich beim... Ach, du auch? Das hast du auch gesehen? Ich habe das... Oh nein. Ich habe das Gronkh-Let's Play geguckt, aber nur ab diesem... So ab dem... Ab den Kistenlevel, da wo das Kisten begonnen wurde, wo das die... Wo die mit den Kisten... Also ein Teil irgendwie... Ich habe irgendwie so ein bisschen nur geguckt, also so ein bisschen... Von den Kisten... Oder was auch immer hängt da hinten. Von den Kisten bis hierher irgendwie. Das da so, steht im Grund. Ich weiß es auch nicht. Ja. Ach da. Okay. Also ich versuche hier mal rüber zu klettern. Ist das der richtige Weg oder? Ich glaube nicht. Aber ich werde es auch versuchen. Ich meine, ich bin gut im Klettern. Ich nicht. Doch das Paddel weg und hüpfen einfach nur. Stimmt. Ich vergesse immer, dass das auch geht. Ich glaube, das hier ist nicht tief genug für eine Todeszone, oder? Nee, du kannst drüber laufen. Angefangen zu blubbern. Modi, du kannst zurücklaufen. Du kannst zurücklaufen. Du kannst das hinkriegen. Hoff keine Urheberrechtsverletzungen. Urheberrechtsverletzung wäre es, wenn ich es jetzt direkt einspielen würde. Nein, nein, auch wenn du singst. Auch wenn du gut genug singst und die Noten triffst. Auch wenn du schlecht genug singst. He escaped from the island, was from Cap Jack. He bound turtles together with hair from his back. Hoff, nein. Hoff, ich wollte das. Warum bin ich gerade mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend geflogen? Hoff, ich wollte das Video noch hochladen. Ich wollte da keinen Urheberrechtszweig drauf kriegen. Hoff, nein. Ach, wenn du atmest, claimt doch Sony direkt. Wow. Ja, irgendjemand hat mal in einem Film-Soundtrack das ein Atmen benutzt. Atmen! Das kann Bruno Mars sein. Geclaimed! Ohne Scheiß, das ist mir echt bei verdammt vielen Videos passiert. Gott hat das Urheberrecht auf Atmen. Nur Gott darf atmen. Nee, das geht irgendwie anders. Warte. Verdammt. Atmen ist nur für den privaten Gebrauch zugelassen. Ja, deshalb darf man auf der Arbeit ja auch nie atmen. Ja. Ich arbeite in einem Chemiekonzern. Luft Modi, anhalten kann da nicht schaden. Du darfst nicht loslassen. Das ist wahr. So, und vorwärts. Oh. Hopp, 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 hopp. Oh Gott,
Nein! Ich weiß gar nicht, warum hast du hier? Saving. Und hi. Hey! Wieso haben wir gute Arbeit geleistet hier? Ich bin genau in dem Moment gespannt. Ich geh dann mal ertrinken. Werfen und hält jetzt! Jo! Da wär ich. Moin. Wir müssen damit eigentlich das Floß da hinten greifen. Greifen? Okay. Ja. Da war's. Oh nein! Oh Gott! Okay, das war hervorragend. Ich versuch's mal. Dann versuch's mal. Und nein, ich versuch's nicht mit Gemütlichkeit. Das hat auch keiner behauptet. Nö. Einfach so runterlaufen. Den Versuch war es wert. Ich glaube nicht mal, dass es den Versuch wert war. Das hat immer ein Leben gekostet. Das hast du auch recht, aber. Ah! Ja komm! Ja komm! Ich hab dich! Ich zieh dich! Ich. Na komm! Ja, dafür ist eigentlich. So bleib! Ja, komm, spring drüber! Ist eigentlich nur dafür gedacht. Okay. Und drüber! Okay. Wow. Ich glaub, wir sind sogar schwer genug! Wir brauchen nicht mal die Steine! Alle hinlegen! Y drücken! Y! Ja! So, okay. Modi schüttelt den Kopf. Ich hab die gute Pose erwischt! Wir machen hier einen auf Wasser. Ich mache hier einen auf Wasserleiche. Nein, ich nehme mein Kanu mit. Jetzt war das Kanu schwerer. Ich lieg dann hier mal weiter. Können wir das schaffen? Oh Moment, ich glaube, wir sind auf Grund gelaufen. Ich mache einen auf Wasserleiche. Wir brauchen weniger Gewicht. Weniger Gewicht? Okay. Ja, wirf den Sandsack weg. Alter, zitter da, nein! Nein! Nein, nicht doch. Nicht doch. Nein. Nicht mit mir. Das ist halt der Vorteil bei meinem Multiplayer. Ich bin dann das redet hier eigentlich auch. Das. Jetzt komm schon! Mordi, du hängst an der Ecke. Wir kommen hier durch! Minman ist draufgegangen. Jetzt sind wir zu zweit. Ich bin hier. Ich glaube, die Kiste, die geht nicht ganz durch. Das passt die hier geht nicht. Ganz durch, die hat ganz durchzugehen. Ich bin will weg. Mein Kanu, ich will mein Kanu. Prof startet eine Protestbewegung. Ich schwing dann mal an. Prof, bist du schon demonstrieren gegangen? Für ein Kanu. Demonstrierst du für mehr Kanus? Ich weiß nicht, vor wem ich demonstrieren soll, von daher. Oh, Tab! Ja. Die Regierung. Prof, die Regierung. Es ist immer die Regierung. Es ist immer die Regierung, die Regierung ist schuld. Und vor. Und zurück. Und vor. Schwingen die Hüften. Die Regierung ist immer schuld. Die Regierung ist schuld, dass du kein Kanu hast. Wir sollten dagegen rebellieren, dass du kein Kanu hast. Einfach schwingen. Ich glaub, das schaffe ich nicht, verdammt. Oh. Ja, gut. Ja, moin. Oh, Moment, ich kann, glaube ich, rüberlaufen, oder? Ich hab das Kanu durch! Prof hat sein Kanu. Ich war. Ich will unter Wasser laufen. Ich wollte mich gerade ertrinken gehen. Hat's geklappt? Nein. Du musst zu mir irgendwie hin. Oh, Atem. Da will man sich einmal selbst umbringen und da ist was passiert. Nee. Klappt natürlich nicht. Das Wasser ist tief genug, ihr müsst da vorne an den. Ich bin auf der Gondel. Und ich. Autsch. Ich gehe von Atem zu Atem. So, oh, ich glaube, mit der Gondel müssen wir jetzt weiterfahren. Leute, ich glaube. Kann ich kurz hochfahren lassen? Ich glaube, wir müssen mit der Seilbahn jetzt fahren. Das Wasser ist tief genug, ihr könnt einfach rüberlaufen. Nein. Ja. Tschüss. Ah. No. Oh, ich fahre dann mal mit. Ich fahre mit der Seilbahn jetzt nach oben. Hallo. Ja. Hallo! Wo Mann, seid ihr? Mann, was ist, Mann, was da, Mann, was? Ich wer glaub, hängt? Das ist nicht so gedacht. Ich sehe nix. Achte mal auf den Himmel! Was ist im Himmel? Das sieht gut aus! Oh, ihr halt durch! Ich bin hier in der Gondel, ich sehe nix. Dass es keine Ausdauer gibt. Da will ich mir Gedanken machen. Kann ich mein Kanu nicht mehr mitnehmen. Ich glaube, ich bin gleich da.
Ninlein, steuere weiter nach oben. Ninlein, bringt mich hoch. Da oben ist der Checkpoint. Ja, ja. Den hole ich für euch. Wobei ich versucht bin, zu versuchen, das Kanu einfach an die Seilbahn zu hängen. Na, dann was? Guck mal, wer an der Seilbahn hängt. Was für eine Aussicht. Geil, Kanu. Yep. Und oben sind wir. So, einmal aussteigen, bitte. Ja, er ist halt oben angekommen. So. Ja. Endlich. So. Und wieder runter. Tschüss, Kanu. Jetzt machen wir die Luftmatratze. Der Hebel. Moment, ihr braucht selber da oben. Ah, okay. Wobei, ihr müsst erstmal alle hochkommen. Wozu ist der Hebel hier? Lass den das ist für die Seilbahn. Aha. So, also die anderen sollen erstmal hochkommen. Ach, ja, na dann. Viel Spaß euch. Ah, Prof ist da. Und wozu brauchen wir jetzt die Seilbahn? Ach, dazu brauchen wir die Seilbahn. Das hätten wir auch gleich machen können. Ja, das hätten wir auch. Aber ich möchte gerne, dass alle oben sind. Das hier ist die beste Szene hier. Sicher? Ich komme gleich. Ja, das ist auf jeden Fall das Coolste. Ich weiß, wie man es macht. Einfach die Kette hier. Ja, komm. Wenn ich die Kette auch mal abnehmen könnte. Ja, abnehmen ist bei mir generell ein Problem. Schön, dass du dich mit der Luftmatratze direkt so komplett verpisst. Ninlein, kommst du auch noch dazu? Das wäre gut. Ja. Wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde auf dich gewartet. Jetzt musst du auch mal dazu kommen. Ich hab die Kette. So, komm hoch, Ninlein. Da ist was auf dem Weg. Ninlein, bist du in der Gondel? Ne, die Gondel ist ohne mich losgefahren. Ja gut. Ah, hi. So, ich mach dann gleich den Ring dort dran. Ja, und kommt schon mal alle auf die Matte. Luftmatratze, okay. Ich komme dann zuletzt. Ja. Ich komme dann auch noch auf mit die Matte, oder? Luftmatratze. So, komm. Na komm, Gondel. Gondel. Du bist noch fest, Alter. Gondolin. Ich mache hier gerade Sportübungen, wie es aussieht. Und zack, Randa. Und ich glaube, das passt so. Oh Gott! Nicht bewegen! Das passt. Bloß nicht bewegen! Oh. Ja, das so. Und die Gondel. Beide gleichzeitig darüber. So Leute. Okay. Ich öffne das Tor. Oh nein, alle auf die Matratze! Geronimo! Wir können es doch zurückhalten, wir können es doch zurückhalten. Ich bin auf der Matratze. Irgendwie. Bitte ganz drauf, sonst bleiben wir nur irgendwo hängen. Bin ganz drauf. Das will ich einmal richtig cool erleben. Ninlein. Halten die Matratzen noch in Position. Du hast es mit einfach nur an der Ecke hängen bleiben. Ich glaube, Ninlein. Okay. So, jetzt runter. Okay. Und ich leg mich jetzt hin und halt fest. Festhalten. Das ist jetzt einfach nur cool. Hoffentlich. Yeah. Oha. Hupha. Lauter Bretter am Weg. War das mit nicht hängen bleiben? Ja, wir bleiben nicht hängen, wir bewegen uns noch, oder? Gerade so noch. Ja, weiter geht's. Zackedi. Und da unten sind wir. Sind wir jetzt wieder am Anfang, oder was? Wir sind am Anfang, aber das hier bewegt sich. Okay. Und nu? Und ja, jetzt müssen wir uns hochfahren lassen. Und zack. Ich glaube, wir sind zu viele. Ich glaube, wir sind. Entschuldigung, ich war zu schwer. Nee. Wir sind zu viele. Wir könnten es versuchen, auf der anderen andersrum hinzukriegen. Ich glaube, wir sind zu viele an dem Links. Wir können nicht alle gemeinsam. Wir bewegen uns noch ganz langsam. Ihr seid zu zweit. Aber sehr langsam. Wir sind zu zweit? Yep. Ja. Ihr steht mittlerweile außerdem. Wer von uns hält sich am Boden fest? Ich nicht. Niemand. Ich dupse gerade an. Also es geht vorwärts. Es geht vorwärts, aber sehr, sehr langsam. So. Sehr, sehr langsam. So, jetzt hängst du alleine ins Werk. Juhu. Ich stehe. So. Noch nicht. Bist du oben komplett? Noch nicht ganz. Fast. Oh, das Rad ist hier stehen geblieben. Nein, Entschuldigung. Ich bin fast oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben, Leute. Ich bin oben.
Super, ich dreh noch eine Runde. Was passiert mit der Schräge? Warte, bis alle da sind. Das ist ein Sprungbrett. Ich hänge. Okay, ich hänge sehr ungesund. Ich hänge. Ich komme nicht mehr alleine hoch. Ich hänge hier fest. Lindlein, komm rüber. Lindlein. Oh nein! Hilfe. Hallo. Leute, Hilfe. Ich hänge hier am Hebel fest. Ich kann mich jemand hochholen? Oh Gott. Ja, sofort. Mordi, kannst du mich retten? Ich will nicht da runter stürzen. Den ganzen Weg wieder runter. Ich dreh noch eine Runde. Ich seh's. Und ich halte mich hier krampfhaft mit beiden Armen am Turm fest. Geh mal runter, dann schalte ich einfach die Nebel zur anderen Seite. Hast du mich? Das ging auch. Wir stehen schon wieder. So. Ich sehe ja schon. Hoff. Bin ich zu schwer? Das kannst du nicht sagen. Hoff. Nein! Sehr gut. Ja, jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen den Hebel aber trotzdem noch zur anderen Seite. Was macht der Hebel überhaupt? Das Ding öffnen. Schau hin. Ach so, das Ding da unten. Und dann wieder wir zurück. Wir stehen schon wieder. So, und wieder auf. Das ist schon wieder laut. Und zu. Das kann doch nicht sein. Und auf. Ja, verdammt. Na, das schaff ich. Prof, Hilfe. Gib mir eine Stunde Zeit, dann bin ich oben. Schon wieder. Das ist das Enddings, das Endgame. Wir sind im Endgame. Prof, zieh. Prof, zieh mich hoch. Na, verdammt. Für solche Kommentare hätte ich meinen Thanos-Skin rausholen sollen. Prof, zieh. Prof. Nein. Du auch? So. Bin oben. So, nein. Modi. Prof. Schafft ihr's noch? Das nehmen wir. Ich mach guten Fortschritt. Nein, zieh dich hoch. Alles gut, was hab ich verpasst? Zieh mich hoch! Ich versuch's. Ich sag nur, und schafft ihr's noch? Guck Prof, runter und mir. Seh euch nur beide an der Wand hängen. Prof. Hey, ich bin gut im Klettern, ich hab über die Hälfte schon gemacht. Mensch, Prof, hilf doch mal die Nein hochziehen. Ja, komm, komm. Komm, zieh. Ja, komm. Sehr gut. Zu dritt. Modi, jetzt musst du nur noch du kommen. Gleich. Modi. Also das Ding ist schon. Das Ding war schon offen. Ich hab den Spaß meines Lebens. Das glaube ich dir nicht. Schwing dich hinauf, mein Freund. Ich bin auf dem Sprungbrett. Nicht fallen! Meine läuft wie so eine besoffene hier rum. Das tun wir alle. Modi. Ich bin fast da. Ich bin schon auf dem Sprungbrett. Ich bin auf dem Sprungbrett. Ich brauche keine Hilfe, danke. Nein, nicht springen. Ich spring noch nicht. Du hast doch noch so viel, wofür du leben kannst. Das wollte ich sagen. Okay, wir greifen uns. Nein! Du gehst nicht da rein. Oh, zu spät. Oh. So, ja. Aber das Level dann wohl im nächsten Part. In der nächsten Aufnahme. Na dann. Oh Gott, das Kohle-Level. Mich noch uns echt gefallen haben lassen, dann oder wenn ihr neu seid und man sieht sich im nächsten Part wieder. Schaut bei denen vorbei und haut da rein. Ciao, ciao. War schön mit euch, Leute. Tschüssen. Ich habe eine Trophäe. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.